Moin zusammen, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei diesem neuen Video und zwar das nächste Player Review. Ich habe gesehen, das letzte Player Review hat über 1000 Aufrufe, was ich mega feier. Danke auf jeden Fall dafür. Also, es macht mir mega Bock, so Reviews zu machen, vor allem wenn sie so gut anfangen, ja, von M. Barbudas. Nur eine kleine Bitte, falls ihr doch Bock habt auf diese Player Reviews, falls ihr so feiert, falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst doch auch gerne ein Abo da, ja, ist kostenlos, unterstützt mich ein bisschen, freut mich dann natürlich auch ein bisschen. Weil das krass ist, irgendwie 95 oder 90% meiner Zuschauer sind keine Abonnenten. Ist auf jeden Fall schade. Wir haben heute ein Player Review von Pavel Nedved. Ja, wir testen das Ganze mal, wir testen den Spieler mal. Ich persönlich finde ihn mega nice von den Werten her. Man kann den safe im Sturm spielen, auf der Außen, aber auch auf der 10. Hat sehr gute Werte, 5 Sterne Weakfoot, 4 Sterne Skills. Und ja, da gehen wir heute mal rein. Ich habe die Leih-Icon abgeschlossen, werde den mal so testen als Leih-Icon. Und ich persönlich bin auch so, falls der mir gefällt, dann werde ich vielleicht auch die Icon-SBC abschließen, weil ich habe sau viel aktuell im Verein. Und ich würde sagen, wir gehen da mal in das Ganze rein. Wenn man den so kaufen würde, würde er ungefähr 1,3 Millionen kosten. Die SBC kostet ungefähr 1 Million. Das heißt, es sind schon mal 300k, die man spart. Das Problem ist aber, aktuell sind die Spieler relativ teuer, weil ja noch dieser Player-Pick draußen ist. Und ich kann mir halt vorstellen, dass sobald das Player-Pick weg ist, dass der bestimmt auf 850 bis 900k droppt. Also diese Icon SBC. Und dafür finde ich den halt echt in Ordnung. Ihr seht, die Werte sehen halt echt nicht schlecht aus. Ne? Ich habe ihn bisher noch nicht gespielt. Ich habe Hunter draufgeklatscht und werde den im Sturm spielen, weil ich halt immer ganz gut finde, im Sturm Spieler mit 5 Sterne Weakfoot. Aber auch Aggressivität, Stärke, Ausdauer. Das sieht alles sehr krass aus. Muss ich wirklich sagen. Also ich bin halt echt mal gespannt. Alternativ auf der 10 könnte man den auch mit Engine spielen. Dann ist er nochmal ein Ticken beweglicher. Aber Beweglichkeit ist auch so schon stabil. Also ich bin mal gespannt, wie er sich spielt. Wie gesagt, 300k günstiger. Und wenn man halt viele Spieler im Verein hat, kann man den irgendwie für vielleicht 200k oder so abschließen. Und dafür geht er halt echt schon fit. Ich meine, klar, man kann dann nicht mehr verkaufen. Aber das Value finde ich eigentlich echt noch in Ordnung. Wir spielen den hier wieder in diesem Team. Genauso wie damals M. Babu, der ja mittlerweile auch sein Upgrade bekommen hat. Wir werden den, wie gesagt, im Sturm spielen. Politano auf der 10 und Ronaldo und Nedved zusammen im Sturm. Werte, wie gesagt, sehr, sehr krass. Egal ob Tempo, Schuss, Passen, Dribbling. Gut, Verteidigung braucht er jetzt nicht. Aber auch dann die Physis sehr, sehr gut. Allein schon die Schusskraft und Fernschüsse 97, Efe 89. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man mit dem geile Schüsse rund um 16 heraushauen kann. Wir machen sogar mal zwei Spiele in der Weekend League, weil es ist gerade Samstagabend. Ich habe eben gepennt, ich habe kaum Spiele gemacht, weil ich Kopfschmerzen hatte. Und deswegen gehen wir einfach mal in Weekend League Games rein, weil dann habe ich die zwei Spiele dann direkt weniger. Und in der Weekend League, glaube ich, können wir den wirklich am besten testen. Gehen rein wie im letzten Spiel. Ich schneide euch so die besten und coolsten Szenen zusammen. Und gebe euch dann am Ende noch das Fazit. Okay, starkes Gegnerteam auf jeden Fall. Kanté, Ben Yedder, Headliner, Cannavaro, glaube ich, war in der Innenverteidigung, wenn ich mich nicht verguckt habe. Also könnte schwierig werden. Können den ja direkt mal anspielen. Okay, Alter, lol. Beweglichkeit ist ja mal übelst schnell. Also rein von der ersten Beweglichkeit her. Habe ich ja damals bei Mbabu auch getestet. Also Beweglichkeit und so weiter ist echt mega stabil. Tempo auch am Start. Ich kam halt bisher noch nicht einmal zum Abschluss mit ihm. Müssen wir mal schauen, wann da der erste Schuss von ihm kommt. Was ich halt wirklich merke, die Aggressivität merkt man so bei ihm. Der holt sich so oft die Bälle wieder zurück. Hat zwar bisher noch nichts gebracht. Oh, rennt auch nicht im Abseits rum. Aber wirklich, wenn du auf den Spieler drauf rennst, so die Physis, die merkt man doch ganz schön. So, jetzt 4-4-2 mit Nedved und Ronaldo im Sturm. Das meine ich. Ich weiß nicht, ob das an der Aggressivität liegt, aber sehr, sehr stark gemacht, ne? Also, der holt sich irgendwie immer die Bälle wieder und dann halt, ja, vorbei, weil er halt auch relativ schnell und wuselig ist. Und dann, zack, Abschluss. Ich feiere halt 5 Sterne schwache Fußspieler extrem, weil egal aus was für einer Position man ist, egal ob man rechts in den Strafraum reinzieht oder von links in den Strafraum reinzieht, man kann halt einfach schießen. So bei anderen Spielern, gerade zum Beispiel bei dem Ronaldo, der ist ja richtig krass, der Flashback Ronaldo, ich feiere den übel, aber man muss halt immer darauf achten, dass man mit seinem rechten Fuß schießt, weil der linke ist halt lost
Und das ist halt bei 5 Sterne Weakfoot-Spielern richtig, richtig nice. Boah, sehr, sehr stark. Also bisher gefällt er mir echt gut, muss ich sagen. Ich liege zwar jetzt immer noch 3-2 hinten, aber beide Tore hat er jetzt sogar gemacht. Und ich muss sagen, ich spiele nicht bewusst auf ihn. Nur, er gibt sich halt immer so jetzt gerade hier in dem Spiel. Also es könnte eigentlich echt eine ganz geile Ikone sein. Ja Mann, 3-3. Da war zwar Nedved jetzt nicht beteiligt, aber wichtig, Weekend liegt 3-3 nach 2-0 Rückstand. So, erstes Spiel 3-3, geht sogar in die Verlängerung. Das heißt, ja, vielleicht schneide ich auch gar kein zweites Spiel mehr mit rein. Mal schauen, weil das Video wird dann schon relativ lang. Und ich habe dann so oder so 120 Minuten mit dem gespielt. Also bisher muss ich sagen, feiere ich ihn mega. Also er hat alles, was ein Stürmer braucht. Er hat Aggressivität und auch Stärke. Hat 5 Sterne Weakfoot, 4 Sterne Skills. Ist mega flink und beweglich. Und ja, also bisher muss ich sagen, sehr, sehr guter Spieler. Für den Preis geht er eigentlich echt fit. Macht mir persönlich jetzt gerade richtig Spaß zu spielen. Komm, Nedved. Oh, du allein gegen so viele. Stark. Stark. Uff. Ja, Mann. 3 Buden, Nedved. Also, boah. Bisher, also jetzt in dem ersten Spiel, muss ich sagen, Weekend League, bin ich sehr überzeugt von dem. Macht so unnormal Bock. Er kann wirklich alles. Vor allem hat er halt auch 92 Passen, ja. Das ist halt das, was mich bei Ronaldo auch so nervt. Du kannst halt keine Pässe mit ihm spielen, aber Nedved, der bringt halt auch jeden Pass gefühlt an. Also, ich muss sagen, sehr, sehr geiler Spieler. Tempo, alles da, Schuss. Ah, schade. Ja, er hätte fast seinen Viererpack hier geschnürt. Also, ich glaube, ich werde den abschließen, wenn ich ehrlich bin. Ich werde jetzt natürlich noch die restlichen Spiele mit dem Leihspieler aufbrauchen. Für mich persönlich, um zu schauen, ob er mir nach 5 Spielen immer noch gefällt. Aber guck mal, der ist so geil beweglich und dann noch den vierten Treffer in dem Spiel. Ach du Scheiße, was eine Maschine. Ich denke mal, das Spiel werden wir jetzt auch gewonnen haben. Aber das ist schon krass. Erstes Spiel direkt 4 Treffer. Er kann halt wirklich alles. So, letzte Szene im Spiel. Nochmal Nedved, Lupfer nochmal. Oh mein Gott, 5er Pack einfach im ersten Spiel. Wahnsinn, also der Typ kann alles. No joke, der kann alles. Der Gegner wird wahrscheinlich so kotzen. Der denkt sich so, ach du Scheiße, der drückt mir 5 Tore mit einem Leihspieler. Sorry, Bro. So, 6-3 gewonnen. Wie gesagt, Nedved 10.0er Bewertung. Das geht, glaube ich, komplett fit. So, Freunde, ein Spiel, 5 Tore. Ich denke mal, das lässt sich auf jeden Fall sehen. Und meiner Meinung nach ist der im Gegensatz zu Mbabu wirklich sein Cash wert. Also ich denke mal, 1 Million würde dafür echt sogar fit gehen. Man kann den wirklich überall spielen. Ich persönlich spiele halt am liebsten im Sturm oder würde halt am liebsten im Sturm spielen. Man kann aber auch, denke ich mal, gut auf der 10 oder über die Außen spielen, weil er hat halt auch krasse Passwerte und alles drum dran. Also geht komplett fit. Vor allem, wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, für 500-600k Spieler im Verein hat und man bezahlt dann am Ende nur 300-400k oder so für ihn, dann würde ich den auf jeden Fall euch empfehlen. Gerade linkes Mittelfeld. Da hast du schon, klar, ein paar Alternativen, auch Neymar etc. Aber ich denke mal, der kann da wirklich bei einem Neymar gut mithalten. Wie gesagt, mit einem Hunter drauf ist es ein sehr geiler Spieler. Er hat halt auch die Physis, was ein Neymar zum Beispiel nicht hat. Er hat nochmal einen besseren Schuss wie Neymar. Und ja, ich denke mal, klar, Neymar hat natürlich 5 Sterne Spezialbewegung. Aber ansonsten ist er hier wirklich fast überall besser. Und er hat halt auch Außenrissschuss, Powerfreistoß, frühes Flanken etc. Also er hat halt wirklich alles. Also er hat mir in dem ersten Spiel jetzt so krass gut gefallen. Und es war halt natürlich auch ein 120-Minuten-Spiel. Ich habe sehr viele Szenen gehabt, deswegen brauche ich jetzt auch kein zweites Spiel mehr damit zu machen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck von ihm bekommen. Wie gesagt, lasst mir gerne wie immer ein Däumchen nach oben, da unten ein Abo, würde mich sehr freuen. Es motiviert mich dann natürlich auch mehr so Reviews zu machen. Deswegen würde ich sagen, haut rein und ciao, ciao.